Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, Herr Wieder, lassen Sie mich gleich vorneweg stellen. Sie möchten einen Rundfunkrat, der für die Beitragszahler da ist. Wir möchten einen Rundfunk, der keine Beitragszahler hat. Das möchte ich gleich vorneweg mal sagen. Und auch die SPD ist ja immer stets für einen Lacher gut, wenn ich das so sagen darf. Auf einmal stellen Sie sich hier hin, Herr Schätz, und sagen, Vorschläge sind jetzt nicht angebracht, weil wir müssen die Untersuchung abwarten. Ich möchte daran erinnern, dass es die SPD war, der es gar nicht schnell genug gehen konnte, die Rundfunkstaatsverträge wieder zu novellieren. Aber so schnell kann sich die Meinung auch mal ändern. Meine Damen und Herren, es vergeht kein Tag, an dem nicht neue Horrormeldungen vom RBB, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg zu uns kommen. Erst heute gab es wieder eine Sonderzahlung für die Führungsmafia, soll es gegeben haben, die sich wunderbar beim ARD-Vorsitz auch nochmal zusätzliche Sonderzahlungen zu den Bonuszahlungen gegeben haben und anscheinend diese Sonderzahlungen sogar vor dem ARD-Vorsitz sich ausgezahlt haben lassen. Wunderbar, schön, dass wir das jetzt nach einem Jahr dann mal erfahren. Ich möchte Ihnen einfach mal, bevor ich auf den Antrag eingehe, mal ein paar Dinge mitteilen, die sich allein in den letzten anderthalb Monaten beim RBB so getan haben, von denen wir erfahren haben. 19. Januar dieses Jahres. Die Kulturradio-Chefin sollte einen Dreijahresvertrag erhalten mit einem 450.000 Euro Jahressalär. Diese Dame hatte übrigens kurz vorher angekündigt, nach einem Jahr zu gehen und den Job gar nicht weiterzumachen. Nichtsdestotrotz wurde ihr der Vertrag angeboten und wir wissen bis heute nicht, was aus diesem Vertrag geworden ist. Am 16. Januar wurde uns mitgeteilt, dass mittlerweile 31 Anwälte von 4 verschiedenen Kanzleien, für eine dieser Kanzleien arbeitet der CDU-Fraktionsvorsitzende, wie wir diese Woche mitbekommen haben, allein für 1,4 Millionen mittlerweile schon Rechnungen an den RBB gestellt haben und das Ergebnis dieser sogenannten Compliance-Untersuchung mehr als mager ist und den Abgeordneten nicht einmal zur Kenntnis gegeben würden, meine Damen und Herren. Und dann auch noch die Nachricht, dass diese Anwaltskanzleien den RBB sogar dabei beraten, welche Unterlagen Sie der Generalstaatsanwaltschaft zur Verfügung stellen sollten oder nicht. Und das von unseren Rundfunkbeitragszahlungen, meine Damen und Herren, das kann es doch nicht sein. 19.12. Wir erfahren, dass der RBB 180 Stellen mehr besetzt hat, als eigentlich im Personalplan steht. 11.12. Wir erfahren, dass allein im Jahr 2021 2,5 Millionen Euro Rundfunkbeiträge nur für Ruhegehälter von RBB-Führungsmitarbeitern ausgegeben wurden. Darunter 17 ausgeschiedene Chefs und 5 noch aktive Mitarbeiter. 18.11. Wir erfahren, dass der Ex-RBB-Chefredakteur Singelstein ein Ruhegehalt von 8.700 Euro im Monat kassiert, zusätzlich noch 6.300 Euro Beratervertrag, damit er nicht an der Armutsgrenze scheitert. Am 28.10. Wir erfahren, dass der Mann der Bürgermeisterin von Berlin, Herr Jarasch, seines Zeichens Grüner, ohne Ausschreibung Chef des RBB-TV-Programms werden sollte. Wunderbar, sie will regierende Bürgermeisterin werden, er berichtet darüber, so viel zum freien Rundfunk. Selbstverständlich hat der Mann auch vom Bonussystem vom Bonussystem wunderbar kassiert. Meine Damen und Herren, ich sage ganz deutlich, wir haben kein Vertrauen in dieses überteuerte Compliance-Verfahren von über 31 Anwälten. Wir haben kein Vertrauen in die neue Intendantin, die fast so viel verdient wie die alte oder Zuschläge kassiert wie ebenfalls die alte Intendantin und offensichtlich das Wort Transparenz vorher noch nie in den Mund genommen hat. Wir haben auch kein Vertrauen in einen Verwaltungsrat, der nach fast einem Jahr der Vorkommnisse, die bekannt wurden, immer noch fast in derselben Besetzung vorhanden ist und in eine Verwaltungsratsvorsitzende, die sich an vielen dieser Machenschaften beteiligt hat. Und, meine Damen und Herren, wir haben auch kein Vertrauen in die Untersuchung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Die Brandenburger können aber froh darüber sein, dass dieser Landtag einen Untersuchungsausschuss eingerichtet hat auf Antrag der AfD, der diese Vorkommnisse untersuchen wird. Und dann komme ich ganz kurz auch zu Ihrem Antrag hier wieder zum Thema Publikumsrat. Wenn ich nicht weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis, nochmal einen Rat mit ca. 30 Personen, dem die Intendanz berichtspflichtig sein soll. Was soll die Intendantin denn eigentlich den ganzen Tag machen, außer Berichte zu erstatten? Dem Rundfunkrat, dem Publikumsrat, dem Verwaltungsrat, unserer Meinung nach nicht zielführend. Wer sind denn die Personen, die ausgewählt werden sollen? Was passiert, wenn diese Personen das nicht machen möchten? Was passiert mit Personen, die hier Rundfunkbeiträge zahlen, weil sie ein Unternehmen haben, aber gleichzeitig bei ihrer Niederlassung für 20 LKWs
Kreis zum Beispiel in Rheinland-Pfalz auch Beiträge zahlen? Sollen die auch in diesem Publikumsrat sitzen? Das sind alles Dinge, die unserer Meinung nach nicht geklärt sind. Das Gleiche geht für den Programmfonds für Bonuszahlungen. Auch dort ist nicht geklärt, wie das juristisch möglich ist. Bezahlung nach Tarif, möchte ich ganz deutlich sagen, das war die Forderung der AfD schon im Oktober hier. Das ist nicht ihre Erfindung. Und ganz zum Schluss, und damit komme ich auch zu Ende, Frau Präsidentin, das Thema Migrantenbeirat. Die Migranten sind mittlerweile schon vertreten durch die Integrationsbeauftragte von Berlin. Und ich sage ganz deutlich, Ausländer bezahlen hier zum Großteil keine Rundfunkbeiträge, haben dahingehend auch schon gar nicht das Recht, dort vertreten zu sein. Und das Programm hat sich nicht an denjenigen zu orientieren, die in unser Land kommen, sondern das Programm hat sich an denjenigen zu orientieren, die hier leben, die Staatsbürgerschaft haben, Rundfunkbeiträge bezahlen. Und das System dieser Vertretung der Partikularinteressen, meine Damen und Herren, ist, wie der Rundfunkrat zeigt, gescheitert. Deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.